Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2 hier mit Markus Wulfhardt und zurzeit auch noch mit Gottrek und Felix, der übrigens ein paar echt lustige Sprüche drauf hat. Moment, mal gucken, ob wir ein paar hören. Das war jetzt nicht so witzig. Gottrek Gönnischan. Ja, ja, so heißt du. Und? Ja, and? Ne, er sagte gerade eben, als ich ihn außerhalb der Aufnahme aufgerufen hatte, Armors are for Maidens. Oh Mann, oh Mann, wahrscheinlich eine Anspielung auf Iron Maiden oder sowas, ich weiß es nicht. Oder einfach nur so nach dem Motto, so Rüstungen sind was für Mädchen halt einfach, wollte er, glaube ich, damit sagen. Wenn du eine Rüstung trägst, bist du ein Weichei. Okay, ja, ich habe inzwischen ein paar von euren Meldungen bekommen, ne? Wir können natürlich auch hier oben hier Marmor bekommen. Ich will gerade eben nur noch mal ganz kurz sagen, haben wir schon die exotischen Tiere? Hier ist auch noch Marmor übrigens beim Marku-Gipfel. By the way, mit denen haben wir sowieso Krieg. Wo sind denn nochmal exotische Tiere? Ich bin mir gerade eben nicht ganz sicher. Ich glaube, die haben wir nämlich noch nicht. Hier gäbe es auf jeden Fall nochmal Heilpflanzen. Ne, warte mal, das ist einfach nur Weideland, ne? Das ist Weide, genau. Dann hier ist auch nochmal Marmor, Heilpflanzen, nichts, Marmor. Hier unten könnte es halt insgesamt noch was geben, ne? Also ich bin mir momentan noch nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt hier machen soll. Erstmal müssen wir die Runde beenden. So, und da gibt es schon wieder mal Hungersnot im Imperium. Okay, was machen wir dieses Mal? Oh mein Gott, das Wachstum. Ja, schickt Nahrung. Ja, das wird uns jetzt echt nicht umbringen. Was war das gerade eben? Feindliche Heldengarnison antreffen, fehlgeschlagen. Held verwunden, fehlgeschlagen. Ja, das kann einen jetzt hier nicht unbedingt verwundern, dass es so rumläuft. Eieiei, haben die sich hier gerade eben geprügelt oder so? Wie sieht das hier beinahe aus? Ich habe das Gefühl, dass die Hochelfen hier gerade eben so ein bisschen an Grund und Boden verlieren. Was mich wiederum hier sehr, sehr neidisch auf das hier schielen lässt. Egal, wir ziehen jetzt erstmal weiter. Mein Plan ist es hier trotzdem, hier runter zu marschieren. Einfach mal eine Runde zu machen. Ich glaube, die Hochelfen sind sowieso genug beschäftigt mit ihren exischen Nachbarinos. Wir sind, glaube ich, gerade eben noch ein bisschen beschäftigt mit Regenerieren da oben, würde ich mal sagen. Oh Gott, ist das weit. Ja, flieg, 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 flieg. Hexwaddel, was können wir mit dir machen? Mauern bauen wir ja schon. Gold haben wir schon. Wir haben dieses und jenes. Das hier, die Sternpyramide, ist noch nicht drin. Ist aber auch für uns relativ irrelevant. Gold haben wir, wie gesagt, schon. Was ist da noch drin? Wir könnten hier nochmal irgendwas mit Wachstum machen. Straße bauen wir auch schon, wie wir sehen, auf die Maximalstufe aus. Ja, so viel geht da halt einfach nicht mehr. Ist aber auch, Hexwaddel ist aber auch eine große Stadt. Da kann man so einiges reinbasteln. Und die Frage ist halt, was wir da reinbasteln wollen. Wir müssen eigentlich noch gar nichts. Es gibt keinen Grund, jetzt hier auf Biegen und Brechen was reinbauen zu wollen. Da oben sind auf jeden Fall hier nochmal ein paar von denen am Start. Wie komme ich eigentlich am besten darüber? So komme ich darüber. Okay. Wir beziehen schon mal Stellung hier, regenerieren das Ganze hier. Gottrek und Felix bleiben hier einfach bei uns, neben uns stehen. Und wir gucken mal, ob wir nochmal irgendwie was mit Handeln machen können. Ich will gerade mal gucken, was haben wir denn hier mit Waren handeln? Wir tun jetzt hier mit Edelstein handeln, mit Eisen, elfischer Schmuck, Bauholz, Töpferei, Wein. Ach, die exotischen Tiere haben wir schon. Oh. Die handeln wir aber demnach dann, ne? Weil ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir die selber irgendwo herstellen. Das gucke ich mir gerade eben nochmal an. Oder haben wir die durch einen zufälligen Coup hier irgendwie bekommen? Nein, daran kann es nicht liegen. Wir müssen also durch irgendeinen Handel gerade eben bekommen. Ja, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier Tlax jetzt weiter ausbauen. Na gut, ich brauche den Tlax aber nicht, diese öffentliche Ordnung. Wir machen es so, ich baue jetzt hier was fürs Wachstum rein, dass Langtua Peck hier endlich mal größer wird. Der Kollege hier kann jetzt hier demnächst seine Armee nochmal ein bisschen weiter ausbauen, damit wir hier diesen Überfall auf die Vampirküste starten können. Was nehmen wir denn dafür am dümmsten?
Wir haben jetzt immerhin schon mal ein paar Armbrustschützen, zwei Pistolenreiter, die Schutzreiter mit Granatwerfer haben wir genau. Ja, mehr ist halt nicht drin. Ah, warte mal, doch, vielleicht ist noch mehr drin. Perhaps is more in this. So, zack. Holen uns hier nochmal jetzt hier den Sonnenmacher neben der normalen Höllensturmraketen-Lafette. Mein Gott, Gehirn, bist du anwesend? Schön. Dann nehmen wir auch noch hier den Hexenhammer und damit hat das Ding wirklich mit AS Artillerie angeht ausgesorgt. Eigentlich bräuchte der Kollege jetzt hier vielleicht nochmal ein oder zwei Helden. Haben wir da Helden, die wir ausheben könnten? Ja, Hauptmann des Imperiums oder oder ein Hexenjäger. Beides brauche ich an der Stelle nicht. Ein Kampfzauberer wäre vielleicht besser an der Stelle. Kriegen wir aber nicht. So, wir können auf jeden Fall das hier noch machen. Den imperialen Großhafen. Und damit war unser Geld eigentlich auch schon wieder weitgehend erschöpft. Es dürfte euch ja schon aufgefallen sein, ne, dass ich es mir schon durchaus zur Aufgabe gemacht habe, mich bei so ziemlich allen Bewohnern von Lustria so unbeliebt wie möglich zu machen. Aber irgendwie finde ich es auch passend mit der Expedition des Jagdmarschalls. Deswegen ziehe ich da jetzt einfach eiskalt durch, im wahrsten Sinne des Wortes. So, was können wir denn hier noch machen? Hier befindet sich nochmal eine weitere Stadt. Das ist hier das Staubtor. Okay, da ist wohl Lybaras. Ja, wir gehen hier auf jeden Fall weiter. Hier oben. Oh, da hat die KI jetzt wieder mal diesen wunderschönen, wirklich sehr schönen Fehler gemacht. Ach ja. So, auf jeden Fall erstmal Jorik hier nochmal ein Level up. Schau mal, gibt es noch irgendetwas, was wir jetzt hier geben könnten, was irgendwie für alle gut ist? Ja, Türme halt, toll. Nee, Aura brauchen wir auch nicht unbedingt. Bewegungsfähigkeit haben wir schon. Wir könnten ihm mehr Rüstung geben. Der hat jetzt schon eine verdammt taffe Rüstung. Plus 15 wäre bei ihm drin. Ihm selber nochmal mehr Reichweite geben wäre drin. Oder einfach mal fraktionsweise 10% mehr Handelswaren zu produzieren, wäre auch drin. Das ist halt lächerlich, ne? Erbarmungslos. Und er hat einen Bewegungspunkt mehr. Ja, komm. Ich glaube, das haut mehr rein als eventuell andere Dinge. So, jetzt können wir hier. Nein. Ich will die mit der ganzen Armee dahin. So. Und die hier attackieren. Und damit haben wir sie im Grunde eigentlich auch schon komplett rausgelockt. Es ist ein armseliger Trupp, den wir da attackieren. Wir speichern kurz mal. Gucken mal, was jetzt hier dieses Gebiet so sagt. Sehr viel Wald. Okidoki. Ja, ich würde mal behaupten, das ist eigentlich jetzt schon eine ganz, ganz klare Angelegenheit. Wir werden uns wie immer jetzt erstmal aufstellen in zwei Reihen. So, das ist dann hier die Nummer 2. Das hier ist die Nummer 3. Du gehst dahin. Das Luminarium stellen wir dahin. Jetzt geht es hier wieder los mit den ganzen Buffs und Debuffs und hast du nicht gesehen, ne? Ja. So, ihr müsst noch dahin. Dann gehst du mit denen jetzt hier mal eine Gruppe ein. Zack, zack, zack. Und ihr geht so breit wie möglich nach vorne. Missile Infanterie. Exactly. Und wir werden jetzt einfach hier en bloc vormarschieren. Und hier die Position auf dieser Freifläche einnehmen. Und Godric und Felix sind übrigens gerade eben auch erschienen. Die lassen wir gleich mal erstmal hier hinrennen. Die bekommen von mir die Nummer 4. Ei, der arme Kerl. Oh mein Gott. Hört mal auf zu schießen, Freunde. Ich glaube, das ist einfach nur der totale technische Overkill, den wir da gerade eben machen. Komm, knall den weg. Du sollst auch nicht unbedingt schießen. Aber du kannst schießen. So, die Nummer 1 stellt sich jetzt dahin. Die Nummer 2 stellt sich jetzt hier so dahinter. Die Nummer 3 stellt sich hier so hin. Der Dingens stellt sich dahin. Wie gesagt,
Wir knallen den Jungen jetzt hier erstmal raus. So. Dann. Ich sehe es halt einfach gerade original gar nicht, ne? Dann gehst du zu dahin. Und du gehst dahin. Der rennt jetzt hier schon mal weg. Komm. Da geht noch ein Schuss. Ja, wahrscheinlich ist es total sinnlos, das zu tun. Und? Ja, er ist down. Okay, bitte dahin gehen. Nun dürft ihr wieder schießen. Und zwar alle so viel, wie ihr wollt. Unser Flankenschutz sind Godric und Felix. Ich werde nicht in diesen Wald gehen. Ich bin noch nicht völlig wahnsinnig. Die sollen jetzt hier auf die Freifläche kommen. Darauf sind wir vorbereitet. So, und ihr werdet nicht davonrennen. Keiner von euch. Es heißt, die Parole Stellung halten. So, momentan sind die Schadenswerte ehrlich gesagt noch sehr überschaubar. Sehr überschaubare Schadenswerte. Bitte dahin gehen, genau. Bitte dahin. Ich will die jetzt alle mal ein bisschen enger zusammenstellen. Dass hier so viel Buffs wie möglich an den Start kommen. Genau, ich will hier überall so Schadenswerte von mindestens um die 100 sehen. Okay, let's go! Da kommen sie. Das Luminarium könnte schon mal das hier jetzt in Angriff nehmen. Du schießt auf die Truppe da. Godric ist schon da. Felix wird hier schon irgendwie belästigt. Der muss eigentlich dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Und Godric möge sich jetzt hier in die Schlacht begeben gegen die Kroxigore. Und wir lassen jetzt hier einfach die gesamte Bande einfach schießen, so viel wie geht. Genießt einfach mal die Show. Oh, Mama Mia. Die linke Flanke ist schon ordentlich stark angegriffen. Wo ist denn der Kollege da? Der macht ja gerade noch relativ wenig. Ei, da ist ein größeres Vieh gerade eben down gegangen. Da ist gerade ein größeres Vieh down gegangen. Hier in der Flanke kämpfen jetzt gerade eben Godric und Felix. Hier ein harten Kampf. Aber solange wir diese Buffs benutzen, wird Godric und Felix nicht draufgehen. Gut, muss ja auch nicht, ne? Muss ja auch nicht. So, verfolgt sie, verfolgt sie. Es ist schon geschehen, es ist schon vorbei. Welch eine Schande. Es ist schon rum. Hätten auch so lustig werden können. Naja, schießen wir sie weg beim Verfolgen. Ich finde es interessant, viele von euch gucken das. Keiner von euch hat noch bis jetzt so richtig was dazu gesagt, was man eigentlich von den Jungs hier zu halten hat, ey. Mich interessiert mal echt eure Meinung. Ist das CA einfach so ein bisschen übers Ziel wieder ausgeschossen oder findet ihr das völlig okay? Weil es ist ja immer noch PvE oder sowas in der Art und Weise und es macht ja auch irgendwie Spaß und Fun. Also das kann ich definitiv nicht abstreiten, dass es Spaß macht. Das tut's auf jeden Fall. Keine Frage. Aber man kann natürlich trotzdem die Frage stellen, ist es too much, ne? Man weiß es nicht. Ja, und jetzt hat erst die Jagd eigentlich erst offiziell begonnen, ne? Jetzt jagen wir sie eigentlich erst so richtig. Die kleinen Saurüssel. Kein Wunder, dass sie eher so als Tiere ansehen. So wie wir mit ihnen verfahren hier. Kommt, jetzt schießt sie weg, ey. Ich will dir gar nicht Nahkampf machen. Ich will, dass sie sich hier wegballert. So viele Echsenschädel kann man sich, glaube ich, gar nicht irgendwie über einen Kamin hängen. Vor allem, weil Zelte jetzt nicht unbedingt viele Kamine haben. In der Regel.
Oh mein Gott, diese Vorstellung. Stellt euch einfach mal ein Zelt vor, auf dem ein Kamin, das einen Kamin hat. Und fragt nicht warum. Es hat einfach einen. Es hat einfach einen. Und dann hängt über diesem Kamin dann so ein Saurus-Schädel. Fragt auch nicht, wie es transportiert wird. Das ist nicht die Frage, die im Raum steht. Ich will einfach nur dieses Bild euch in euren Kopf zaubern. Ach ja. Unfassbar. Unfassbar. Well done, kann man so sagen. Gott, wir kriegen gar kein Geld dafür. Das ist echt der Wahnsinn. 88 Leute haben wir verloren. 88. Und der Gegner 820. So, mehrere Siege über Echsenmenschen. Ach, hat jetzt auch Gottrick. Cool, der kennt sich jetzt damit aus. Eieiei. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt einfach die Marco-Gipfel. Ich meine, das dürfte jetzt hier das Leichteste noch sein. Und besetzen. Und nun haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen. Feindseligkeit ist natürlich gestiegen. Der Schöpfer, der Meistertechnikus Jorik Grimm, ist in der Tat ein erfolgreicher Erfinder. Die von euch gesammelten Materialien werden ihm ermöglichen, euch weiterhin mit maßgefertigter Ausrüstung auszustatten, die für die Expedition von großem Wert sein wird. Vor allem, wenn man die Unregelmäßigkeit der Verstärkung bedenkt, die ihr aus der Heimat erhaltet. Ja, das ist schon richtig. Man fühlt sich nicht wirklich ausgestattet vom Imperium. So, er ist jetzt Schöpfer geworden. Das heißt, wir haben eine Chance auf magische Gegenstände von plus 15% und Chance auf Diebstahl von magischen Gegenständen. Aha, da bedient sich also quasi das gute alte CEA hier nicht an quasi der Zwergenbaumechanik, sondern einfach nur der anderen Spielmechanik. Ja, wir finden jetzt halt einfach Items und das tun wir einfach mal so, er würde sie bauen. Auf jeden Fall. Okidoki. So, das haben wir es auf jeden Fall auch geschafft. Marku-Gipfel sind abgeschlossen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das hier zu bauen. Werden auch noch diese zwei Dinger hier uns einverleiben. Aber vorher haben wir natürlich noch Level-Ups zu machen. Oh Gott, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich nicht weiß, wohin. Wohin? Das brauche ich ja nicht. Das brauche ich auch nicht. Wir sind ohnehin schon so stark, was das angeht. Brauche ich das hier? Will ich das Luminarium von Hüsch noch stärker machen? Schneller schießen lassen? Ja, aber dann hätte ich vielleicht eher schon hier irgendwie skillen sollen, ne? Eigentlich nicht. Pferdelunge, Sigmar-Schutz. Ich könnte ihn echt jetzt unangreifbar machen, dass er im Grunde eigentlich durch Beschuss kaum mehr zu attackieren ist. Und dann hat er auch noch wirklich phänomenale Nahkampfwerte. Phänomenale Nahkampfwerte. Für einen Fernkämpfer auf jeden Fall. So, Plattenrüstung noch hier für diesen Ritter. Das hat er 120 Panzerung. Der ist ja auch noch lange nicht ausgeskillt. Der ist ja gerade mal Level 22. Hallöchen, Kalara. Du hast nun auch Level 20 erreicht. Das ist schön. Dann lassen wir dich doch mal hier zu einer wohltemperierten Härte aufsteigen. Was ist denn das? Wohltemperierte Härte. Ey. Schön, schön, schön. Okay. Das haben wir eingenommen. Wir können dann nächste Runde hier direkt weiterlaufen Richtung Monument der Sonne. Hier, mit denen können wir schon mal weiterlaufen. Was können wir denn noch so bauen? Klein Tua Pack kann abgegradet werden. Yay! Super! Endlich! Dann bauen wir hier noch etwas fürs mehr Wachstum rein. Sind übrigens auch kurz davor, jetzt hier die Geißel der Feinde des Imperators zu werden. Schalte den Bau der Technikus-Werkstatt frei. Alles klärchen. Und hier, oh, das gebe ich jetzt auch nicht unbedingt auf, wenn ich nicht muss. So, 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 so. Gucken wir mal, was wir als nächstes tun müssen bei Jorek. Wir brauchen jetzt gemeißelten Obsidian. Ach so. Wir bekommen dann einen Gyrokopter aus Obsidian. Was? Er ist dann ein großartiger Technikus. Er bekommt dann Geschwindigkeit plus 10% für alle Artillerieeinheiten, Reichweite für Artillerieeinheiten, Unterhalt für Artillerieeinheiten wird gesenkt und die Fähigkeit großer Bums. Großer Bums. Ich kann echt einen Gyrokopter bekommen? Okay, wo bekommen wir Obsidian? Ich glaube, Obsidian gibt es irgendwo hier. Hier gibt es Wein. Ich weiß, dass es da irgendwo Obsidian gab.
Auf jeden Fall weiter oben, aber es muss doch auch woanders Obsidian geben. Gibt es hier noch irgendwie Obsidian? Nein, nein, nein. Wir haben ihn halt auch definitiv noch nicht. Aber jetzt möchte ich dann doch wissen, wo wir diesen Obsidian herbekommen. Schubididubididu. Finden wir wohl erst in der nächsten Runde raus. Hier wurde in Sumpfhafen die Garnison angegriffen. Das ist aber unbedeutend. So, wir können hier die Mauer weiter ausbauen. Was ich tue, denn ich möchte das ja hier auch nicht unbedingt verlieren, wenn ich nicht muss. So, dann rücken wir jetzt weiter vor auf das Monument der Sonne. Oh, welche schöne Sonne. Sonne, du bist schön. Genau, rein mit uns. Das müssen wir nicht selber spielen. Das berechnen wir einfach. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich weiß gar nicht, wo die angeblich hier 12 Kills gemacht haben sollen. Ich sehe hier keine 12 Kills, vor allem in den Fernkämpfen. Ist total lächerlich, dass sie das angeblich geschafft haben sollen. Und Markus Wohlfahrt ist komplett aufgelevelt. Level 40, mehr geht nicht. Der hat alles gesehen. Der hat komplett alles gesehen in seinem Leben. Warte mal, die Schreckensmaske von Eek. Ich weiß schon, wem ich die gebe. Und wir haben wieder die Feindseligkeit gepusht und sind nun hier bei der Geißel des Imperators angelangt. Mandat fortgeschritten. Die Expedition hat ein höheres Maß an Zustimmung erhalten. Yay, schick uns mehr tote Tiere. So, dann haben wir das Maximallevel. Und ich bin am Überlegen, ob ich ihm jetzt einfach nochmal Sigma Schutz gebe, sondern hat er 20% Geschossresistenz, kann im Grunde eigentlich nicht mehr weggekontert werden. Es ist besser als 5 Punkte der Nahkampfabwehr. Ganz im Ernst, in seiner Situation. Absolut. So, Jorek hat auch nochmal ein Level ab. Jorek hat dadurch jetzt hier die Möglichkeit, irgendetwas zu nehmen, was ihm eigentlich überhaupt gar nichts mehr bringt. Vielleicht nur die Rune des Grimnir, könnte man darüber nachdenken. Alles andere hier ist eher so mittelprächtig. Ja, mehr Rüstung könnte man machen. Dann könnte er auf 135 Rüstung kommen. Seine Nahkampfwerte sind für einen Zwerg eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Türme bei Belagerungsschlachten brauchen wir eigentlich auch nicht. Dann komm, dann nehmen wir einfach jetzt hier die Rüstung. Ich nehme die Rüstung. So, Monument der Sonne wird von uns jetzt auch gesichert. Und danach gehen wir weiter runter zum Schrein des Thotek. So, dann. Hier geht es ebenfalls weiter. Düt, hallo, du tolles Teil. Ich bin wieder im neutralen Gebiet. So, wir müssen Obsidian finden. Wir müssen Obsidian finden. Hier bei Nachtwald ist das nicht der Fall. Ich glaube, den finden wir wirklich nur im Norden. Ich habe so das Gefühl, dass das sein könnte. Naja, unsere Unbeliebtheit wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter verbreiten, wenn das hier so weitergeht. Schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. Oh, hier ist schlecht Wetter. Pawax können wir auch noch upgraden, wie ich gerade eben sehe. Komm, da kann auch noch ein bisschen Geld gemacht werden. Ja, diese komischen Bündel werden wir auch noch mit der Zeit irgendwann benutzen. Mir geht das Geld aus. Was ist da los? Realisiere ich gerade eben. Ist da wirklich keiner oder ist da Skavenparty? Da ist wirklich keiner. Ah, lass uns mal wieder die Ruinen durchsuchen. Ah, ja, da ist das Teil schon wieder, okay. Ja, wir müssen jetzt hier mal wieder dieses kleine mathematische Rätsel lösen. Es kann eigentlich nur die 2 oder die 1 sein. Das sehen wir anhand von dem jetzt hier schon. Das müssen wir gerade mal gucken. Also die 1 ist es hier, 3 ist es hier. Kann immer noch die 1 sein. Die 2 ist es hier. Demnach kann die 2 hier nicht sein. Die 2 kann hier sein. Okay. Wir haben jetzt die 3 hier. Und ich stehe gerade eben sowas von auf dem Schlauch. Ihr glaubt es gar nicht. Also gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wenn ich jetzt hier. Das ist so. Genau, hier kann eigentlich nur die 1 sein. Wenn hier nur die 1 sein kann, dann ist hier auf jeden Fall die 3. Also wenn hier die 1 ist, dann wissen wir schon mal, es ist die 1 schon mal nicht und die 3 schon mal nicht. Es kann also nur noch die 2. Die 1 oder die. Dann kann es nur noch die 2 sein. Ah, aber es ist auch nach Farben. Okay. Hängt das jetzt hier auch noch von den Farben ab oder ist es einfach nur von Dingens?
Also ich glaube, jede Farbe kann nur einmal vorkommen und jedes Ding. Also gut, da müssen wir sogar auf Farben achten. Demnach. Also gut, wir haben hier gelb und lila. Das ist aber ein fieses Sudoku. Moment, lass kurz mal nachdenken. Also gut, wir wissen, es kann hier nur die 1 sein. Wir wissen allerdings momentan noch nicht, ob es die rote 1 oder die blaue 1 ist. Hier auf jeden Fall kann kein Lila sein. Das geht schon mal gar nicht, weil es schon mal wegen dem hier blockiert ist. Wie sieht es hier aus? Also hier haben wir. Hier kann es eigentlich nur gelb sein. Dann kann es hier wiederum nur. Also rot, blau, gelb, lila. Dann ist es hier auf jeden Fall lila. Ganz klar. Wenn es hier ganz klar lila ist, okay, das versuche ich mir gerade eben mal zu merken. Dann haben wir, also hier die 1, hier haben wir lila. Ne, haben wir nicht lila. Hier haben wir das Gegenteil von lila. Toll, hier haben wir lila. Das heißt, hier ist es wiederum rot. Eins von den beiden ist es auf jeden Fall. So viel dazu, weil ja hier schon die 1 ist. Die Frage ist bloß, welche Farbe. Gut, also gut, wenn hier die 1 ist, dann ist hier die 3. Wenn hier die 3 ist, kann die 2 immer noch sowohl hier als auch hier sein. Was ein echtes Problem darstellt. Kurz mal nachdenken. Ist es dasselbe, was ich schon mal gelöst habe? Mir kommt es gerade eben schwerer vor, aber man hat auch manchmal so ein bisschen Tagesform, ne? 1 von beiden ist es. Ich rate. Ja, gescheit, das wäre wohl rot gewesen. Gut, egal. Scheiß drum. Genau, vor allem auch Scheiß drum. Nee, ich habe auch einfach gerade eben keine gute Tagesform. Ich bin auch gerade eben, was das angeht, ein bisschen abgelenkt. Meine Konzentration ist woanders. So, der Erzlektor hat hier dieses hier. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Nicht, dass ich wundere, dass der Mörbitz hier sich irgendwie eine Ausrede ausdenkt. Meine Frau ist im Krankenhaus und bekommt die Mandeln entfernt. Und ich habe gerade eben erfahren, dass das erst auf morgen verschoben wird. Und du machst dir den ganzen Tag schon Sorgen, wie es laufen wird und bla 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 und so weiter und so fort. Und es ist halt doof, dann das zu erfahren. Gerade eben jetzt zwischen diesen beiden Dingens Runden habe ich das gerade eben erfahren. Deswegen bin ich da auch gerade eben so ein. War ein schlechtes Timing für so ein Teil. So, wir holen uns mal gerade eben das da. Was haben wir denn da Schönes? Wir bekommen Waffen oder Rüstung oder Fessel voll und rum. Ich nehme Fessel voll rum. Das bringt uns mal Geld und haltbare Rationen. Oh, das ist cool. Das nehmen wir doch liebend gerne mit. Ups. Will ich hier eigentlich nochmal Units ausbilden? Ein bisschen Kavallerie wäre cooler. Wir können keine Kavallerie at the moment ausbilden. Aber wir müssen jetzt auch demnächst mal irgendwo hingehen und diesen ganzen Käse hier mal überfallen, wie wir es ja auch ursprünglich mal vorhatten. Das machen wir dann wohl in der nächsten Runde. Oder auch nicht, wie ich gerade eben sehe. Ne? Ihr seht, ich bin ein bisschen abgelenkt. Es ist gut, dass die Folge jetzt vorbei ist. Ich mache hier nochmal ganz, ganz kurz in die Ruine. Toll! Mein Leben wird besser. Wir haben nochmal so ein Teil. Oh, nee. Er hat sich ungern wiederholt. Okay, das ist jetzt, glaube ich, sogar ein echt knackiges Teil. 1, 2, 3, 4. Naja, klar, 4 logischerweise muss dann hier ein blaues Vierer-Dingens sein. Dann haben wir hier eine rote 1. So, dann können wir. Wenn wir hier die 4 haben, muss die 4 wiederum hier sein, weil sie ja nicht hier sein kann. Wenn wir hier die 4 haben. Kann hier unten kann das hier schon mal nicht die 4 sein. Und es kann auch keine 1 sein. Das heißt, es muss eine der Dreier sein. Definitiv. Wir wissen jetzt also schon mal, dass es einer der Dreier sein muss. Was auch logisch ist, weil die 3 kann schon mal nicht hier sein. Das heißt aber auch hier ist die 3 wiederum nicht. Es ist bloß die Frage, welche 3 ist es? Ne? Das ist für mich jetzt gerade eben echt tricky, weil das System gibt uns jetzt relativ wenig vor. Ich würde aber mal sagen, Leute, wir einigen uns einfach darauf, dass ich das Ganze jetzt hier einfach rate. Und damit sind wir fertig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ne? Schöne Zeit. Tschüssi und Ade.